Ja, hallo, ihr Lieben, Christian Schmeier, Paterauer Beziehungscoach, Diplompsychologe. Heute reden wir mal über, so mein Partner trennt sich plötzlich. Habe ich vielleicht was, also mein Mann in diesem Fall, habe ich was falsch gemacht? War ich zu needy? Und gucken wir mal, ob wir ein bisschen Licht in die Sache bekommen können. Genau. Gerade so Ausbildungsvorzeit, gibt noch vergünstigten Einstieg in meine Ausbildung. Wenn dich das interessiert, findet ihr auf liebische.de. Und wir gehen mal los mit Anna Tefkula, schreibt: Lieber Christian, ich folge schon seit einigen Jahren, habe all deine Bücher und finde deine Arbeit sowohl privat als auch beruflich gut, sehr, sehr wertvoll. Ich bin systemische Therapeutin, lieben Dank. Kurz zu mir, ich bin Mitte 30, lebe mit meiner Tochter im Wechselmodell und bin seit einigen Jahren von meinem Vater getrennt. Seitdem kämpfe ich mit Affären und kürzeren Beziehungen so durch. Nun zu meiner aktuellen Situation. Mein Partner hat sich ganz frisch von mir getrennt, aus mehr oder weniger heiterem Himmel. Wir waren ein Jahr zusammen, kurz vorher auf einer mehrwöchigen Reise, eine sehr intensive Zeit, in der es auch hin und wieder mal Zoff gab. Ja, also aus heiterem Himmel ist es ja nur für dich jetzt. Für ihn hat es sehr wahrscheinlich längere Vorlaufzeit gegeben, an der er dich nicht beteiligt hat. Ja, sagen wir mal, wie es ist. Sonst wäre es ja nicht so aus heiterem Himmel, ne? Wir waren ein Jahr zusammen, kurz vorher, Zoff gab hinzu, zukommt, dass ich kurz vor der Reise ungeplant schwanger wurde und wir uns binnen weniger Tage für einen Abbruch entschieden haben. Oh, das ist natürlich, ja, Mann, das tut mir leid, das war bestimmt sehr heftig. Direkt nach dem Eingriff sind wir in den Urlaub gefahren. Ich habe mich sehr auf meinen Körper konzentriert und war durch all das sehr zart beseitigt und hatte weniger Geduld. Er war an meiner Seite, aber wir haben über den Abbruch nicht gesprochen. Auf der Reise gab es viele wunderschöne Momente und er sagte mir oft, wie sehr er mich liebt. Er ist gerade am Beginn seiner beruflichen Geschichte und sagte einmal, dass die Situation, also sprich Entscheidung für die Schwangerschaft, vielleicht anders gelaufen wäre, wenn er sich nicht so viel Zeit für Studium genommen hätte und schon einen Job gehabt hätte. Und dass er versucht, eine Sinnstiftung daran zu erkennen, dass er sich jetzt zu 100% auf seine Arbeit konzentrieren kann. Ja, also jetzt zu dem Abbruch will ich jetzt mal gar nichts sagen. Halt nochmal so im Hinterkopf, ist auch nicht so mein Spezialgebiet, ist bestimmt schwierig, da Entscheidungen zu treffen, aber ja, ist jetzt so, wie es ist. So, nach der Reise sagte er, er braucht jetzt viel Raum dafür. Er ist in meine Familie sehr involviert. Meine Tochter mag ihn sehr und hat mich immer sehr unterstützt. Als er sich trennte, waren wir gerade 4 Wochen vor unserer Reise wieder da. Er war auch nicht absolut entschieden. Das Trennungsgespräch ging mehrere Stunden. Er sagte, es fühle sich nicht mehr so verliebt an wie die ganze Zeit, sehr freundschaftlich. Wir hatten aber die ganze Zeit noch Sex, es gab keine Flaute und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er mich nicht mehr begehrt. Circa 2 Wochen vor dem Trennungsgespräch gab es einen großen Streit, dass er so auf Distanz ging, seit wir von der Reise zurückkamen. Grund war, dass er ambivalent war. Ich vermisse dich, will dich sehen, hinzu, ich gehe gerade doch nicht. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht seine Puppe bin, die an- und auszuschalten ist. Ja, also auf jeden Fall haben sich die Bedürfnisse verändert zwischen euch. Das ist natürlich jetzt so ein typisches Gespräch, wenn die Bindungsbedürfnisse unterschiedlich sind. Dass der eine sagt, ich habe doch ein Recht darauf, auch mal allein zu sein, was verständlich ist. Du sagst, ja, ich möchte jetzt auch nicht so hot and cold haben, was auch verständlich ist. Ja. Ich habe ihm angeboten, erstmal 2 Wochen für sich zu sein und durchzuatmen, da ihm offensichtlich alles zu viel war. Ja, das ist sicherlich eine gute Idee. Als wir uns dann wieder sahen, trennt er sich. Puh. Nachdem wir bei mir kochten, was er vorschlug, er sagte, es sei einfach gerade ein Gefühl. Ich bin extrem wütend auf ihn, dass er mich in dieser Zeit nach dem Abbruch so im Stich lässt. Sicherlich bin ich in dieser Zeit sehr auf den Bindungspluspol gerückt. Ich fragte ihn, ob wir irgendwann zusammenziehen wollen und so weiter. Ich denke, dass diese Gespräche nach einem Jahr okay sind, oder? Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen Rätselraten, sag ich mal. Also typischerweise, wenn Männer sich plötzlich trennen, gehe ich immer davon aus, dass es eine andere Frau im Spiel ist. Also hier gibt es natürlich auch noch 2 andere Erklärungen, die jetzt, weil ich jetzt nicht sagen kann, welche mehr oder weniger wahrscheinlich ist. Einmal, dass
es doch so unterschiedliche Bindungsbedürfnisse gibt, dass er vielleicht gemerkt hat über diese Schwangerschaft, was ja eine große Bindung ist. Ja, dass er da doch viel mehr so auf Minuspol unterwegs ist. Und dann noch zur Schwangerschaft zusammenziehen, vielleicht auch ein bisschen drücken von deiner Seite, sag ich mal, zu mehr Kontakt, dass ihn das jetzt so über die Klippe gestürzt hat. Oder ist es doch, obwohl, das kann man jetzt von dieser Schwangerschaft auch gar nicht trennen, irgendwie so das Thema. Könnte auch sein, ne? Also bietet sich hier natürlich auch an. Da muss man sagen, entweder habt ihr oder er zu wenig kommuniziert. Das hätte ich schon früher sagen müssen. Das ist mir eigentlich zu nah irgendwie, weil das jetzt so in... ist mir auch so ein bisschen schnell alles, dass das jetzt so schnell kippt. Jetzt muss man eigentlich sagen, wenn sich so Leute trennen, die gerade so auf einem bindungsängstlichen Pol sind, das ist häufig sehr plötzlich, ne? Das ist eigentlich, vor allen Dingen ist das häufig nach Reisen, also das passt schon auch hundertprozentig dazu. Die trennen sich immer gerne nach einer Zeit, wo scheinbar nochmal alles gut war, und dann wird sich ganz plötzlich getrennt, weil dann sie haben sozusagen an einem inneren Prozess, hast du da nicht teilgenommen, und plötzlich kippt es dann einmal so über, so rüber, und dann trennt man sich. Ich finde es. Einzige, was dazu, das ist alles Kaffeesatzleserei, ne? Das Einzige, was mich da ein bisschen wundert, dass dann nach, weil typischerweise wäre jetzt so gewesen, ihr seht doch 2 Wochen nicht, und dann ist doch wieder, ach nee, ist ja doch ganz cool, und dann kommt man so ein bisschen in so ein On-Off, sag ich mal. Ja, dass er da immer noch so sicher ist und vorher einen so auch verliebt gemacht hat. Kann ich verstehen, dass du da fragst, was denn los ist. So, aber ja, vielleicht ist ja manchmal auch so eine Dynamik, das ist ja so der Klassiker, der eine zieht sich zurück und der andere schlägt immer mehr vor, was man, glaube ich, nicht tun sollte, ne, weil er Angst hat, dass der andere so wegrückt, will den dann so ranziehen, dann rückt er noch weiter weg. So, ich wollte ja nicht sofort zusammenziehen, sondern eine Perspektive, da er auf Distanz ging plötzlich. Naja, wenn jemand auf Distanz geht, das ist ja immer mein Rat, ist immer dann doppelt auf Distanz zu gehen. Also dann, wenn jemand auf Distanz geht, zu sagen, wann wollen wir zusammenziehen, das ist eigentlich kontraproduktiv, ne? Die ganze Zeit schien er sehr verliebt in mich und sagt das auch immer wieder. Und nun sind wir in der ersten Krise, und in der Zeit, in der die heftige Verknalltheit in ruhigere Gefilde kommt, geht er sofort. Naja, ich bin ja schon so bisschen länger hier auf der Erde. Ich würde, also ich habe mich sogar früher sowas auch mal aufgeregt. Also aus heutiger Sicht, vielleicht hätte ich sagen, ey, pff, weißt du, sei froh, dass du nicht schwanger bist. Also nicht mehr. Aber wie gesagt, ich will jetzt nichts zu sagen. Aber erstmal würde ich jetzt sagen, sei froh, dass du ja jetzt nicht schwanger bist von ihm. Weil warum so hätte das nicht auch in einer Schwangerschaft kommen sollen? Und das Leben so nehmen, wie man ist. Also man kann sich in Menschen reingucken, Menschen machen, was sie wollen. Und ich würde auch gar nicht so viel Energie reingeben, jetzt zu überzeugen, dass du die Richtige bist oder wie wütend du bist, sondern ich würde das, also ich, heutzutage würde ich, glaube ich, immer in so eine Kühle gehen, würde denken, ja, mach du, was du willst, mir ist scheißegal. Wenn du nicht mehr verliebt genug in mich bist, dann ist es auch besser, wenn du gehst, so. Und wenn du nicht für mich da sein willst in dieser schwierigen Zeit, ja, dann brauche ich dich auch nicht so, ne? So würde ich das angehen, glaube ich. Aber auf gar keinen Fall würde ich dann noch so ziehen oder so an ihm, ne? Da würde ich echt denken, ey, Alter, dann guten Weg, eine gute Reise, so, ne? Also das ist immer mein Rat, wenn sich jemand distanziert, distanziert euch doppelt und dreifach, so, ne? Ich finde das wirklich krass, er sagte, dass er gerne weiter mit mir und meiner Tochter in Verbindung bleiben würde. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, also ich glaube nicht, also ich verstehe dieses, also du willst auf gar keinen Fall mit ihm in Verbindung bleiben, weil er will sich trennen, da würde ich echt sagen, befreundet bleiben, am Arsch, ne? Also da kann man vielleicht irgendwann in längerer Zeit mal drüber nachdenken, aber direkt nach der Trennung befreundet bleiben und dann noch hier, soll ich dir noch einen Kaffee kochen und was weiß ich, und dann du vögelst schon eine andere, no fucking way, ne? Das schon mal gar nicht. Jetzt sagen die Gutmenschen unter uns, sagen natürlich immer, haben das jetzt auch gar nicht ironisch gemeint, aber die sagen halt immer, ja, das ist, die Tochter hat jetzt auch eine Bezugsperson, das ist nicht gut, wenn die gleich verschwindet.
Ich würde auch sagen, wenn ihr jetzt 10 Jahre zusammen wart und so und die Tochter das selber entscheiden kann, aber ganz ehrlich, wie soll das sein? Du bist dann vielleicht mit einem neuen Freund zusammen und dann besucht dich dein letzter Freund. Also ich kann mir das aber nicht vorstellen. In der idealen Welt geht sowas vielleicht, aber ich glaube, das ist sehr unrealistisch. Ne? Allerdings tut es mir sehr leid für sie, wenn sie ihn verliert, dass sie ihn schon als Bonuselternteil gesehen hat. Ich würde mich über deinen Support freuen. Eine Analyse, ein Kompass, irgendwas. Er meinte auch, dass er vielleicht gerade einen schlimmen Fehler macht. Ja, aber das ist, muss jetzt nicht noch seine Nachentscheidungskonflikte die anhören. Also ich würde da ganz cool reagieren. Ich würde sagen, du, alles klar, hier sind deine Sachen. Falls du dann deine Meinung änderst, dann melde ich halt wieder. Also ist ja scheinbar nicht viel passiert, dann melde ich. Dann gucken wir weiter. Also ich hätte es gerne weitergeführt. Und das ist wirklich das Beste, dann sofort aus dem Kontakt zu gehen, ne? In jeder Hinsicht, ne? Selbst wenn er meint, selbst wenn er wieder zurückkommt, wäre es gut, du würdest jetzt auf Distanz gehen. So. Er schrieb mir einen Tag nach der Trennung, wollte wissen, was ich fühle, ob ich alte Fotos anschaue. Ich würde ja nicht sagen, fuck off, lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht mehr, dass du mir schreibst. Ne, lass mich in Ruhe. So, ne? Also jetzt muss man jetzt nicht so böse sagen, aber ich würde sagen, du, ich habe dir das gesagt, wenn du mich wieder daten willst, wenn du wieder mit mir zusammen sein willst, dann schreib mir, ansonsten lass mich in Ruhe, fuck off. Na, gibt's keinen Grund, jetzt noch nett zu sein, so, ne? Dass er sich zurückzieht nach unserem Urlaub. Ja, das ist nicht, sorry, sollst du ihn jetzt noch trösten, dass er sich getrennt hat von dir oder was? Also, es ist so unklar für mich, wie seine Gefühle so plötzlich weg sein können. Naja, wie gesagt, das in diesem Fall gibt es zwei sehr naheliegende Erklärungen. Die eine, also das ist bei Bindungsängstlern, ich sage auch gar nicht, dass er jetzt immer so ist, aber vielleicht ist er jetzt durch die ganzen Ereignisse, ich weiß natürlich auch, so eine E-Mail ist immer schwer, so alles rauszulesen, ist er jetzt auch offensichtlich stark im Minuspol gerutscht. Und das kennen wir ja dann, dass es dann so plötzliche Entscheidungen gibt, so auch scheinbar aus dem Nichts, die natürlich nur für dich aus dem Nichts kommen. Da kann man auf jeden Fall sagen, wurde wohl nicht genug kommuniziert, so, ne? Sonst hätte man ja schon frühzeitiger das vielleicht abfangen können. Oder ist es irgendwas, ich muss es einfach immer wieder sagen, ich will dir jetzt auch keinen Floh ins Ohr setzen, dass es irgendwas gibt, was du nicht weißt, ne? Vielleicht gibt es doch noch eine nette andere Doktorandin oder ich glaube, jetzt hier in so einem, ja, vielleicht gibt es eine andere Berufskollegin, die auch gut aussieht. Und die ist irgendwie nebenher gelaufen so ein bisschen und jetzt ist er vielleicht ein bisschen in Zweifel gekommen und eigentlich hätte man vielleicht weitermachen können, aber jetzt taucht die plötzlich auf und in den 2 Wochen, wo ich nicht gesehen habe, hat er die mal angedatet und ausprobiert. Ich spinne jetzt einfach mal nur rum, ne? Soll jetzt auch wieder nicht so negativ rüberkommen, aber das sind leider diese Geschichten, wie ich sie immer wieder gehört habe. Ausprobiert und dann, ja, alles klar, bin ich jetzt mit der zusammen und dann stellt er aber nach 3x6 fest, ja, so toll ist es jetzt auch nicht und ist jetzt in so einer Ambivalenzphase. Wird leider auch dazu passen, aber alles nicht dein Problem. Ich weiß, man muss die Sachen einfach so nehmen, wie sie sind, ne? Er will nicht mehr mit dir zusammen sein und aus heutiger Sicht, ich würde auch diese ganzen, ein Gespräch kann man ja führen, hast du gemacht, wird überhaupt keine Energie mehr reinsetzen. Er hat so die Nettigkeit, nicht mehr mit dir zusammenziehen zu wollen. Ja, dann bist du raus, fertig, willst du auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Dann gibt es auch keinen Kontakt mehr und keine netten E-Mails. Und wenn er doch wieder mit dir zusammen sein will, ist auch das Beste, selbst wenn man den Ex zurückhaben will, was ja manchmal, gibt ja seltene Fälle auch, wo das funktioniert, ist es am besten, wirklich in so eine Kühle zu gehen und auf null Kontakt, so, ne? Um zu sagen, hey, wenn du, ich muss die Brücke ja nicht komplett abreißen, wenn du der Meinung bist, sie sind wieder zusammen, melde dich, ansonsten will ich nichts mehr von dir hören, ne? Kein Rumgeheule, interessiert mich nicht deine scheiß Ambivalenz, ne? Am Arsch, ey, ne? Aber wie gesagt, ich will jetzt keinen Floh ins Ohr setzen, aber auch letzten Endes, wenn er sich einfach doch plötzlich entliebt hat und ihm alles zu viel war und er vielleicht zur Idee kommt, ach, ich will eigentlich gar keine committed Partnerschaft und ich will gar nicht zusammenziehen und ich will keine Verbindlichkeiten und je früher, umso besser. auch, und ich meine, ich verstehe schon, dass in deinem
in deinem Weltbild habt ihr euch schon so schöne Patchwork-Familie mit dem eigenen Kind vielleicht oder so und hast dich da schon so gesehen, neuen Vater für deine Tochter und das ist alles okay und das sind deine Wünsche und die sind total okay. Aber wir sollten vielleicht vor allen Dingen nach einem Jahr auch noch nicht so weit in die Zukunft denken, sondern immer denken, okay, bis hierhin war es gut, was kommt jetzt so, ne? Und jetzt geht es gerade nicht mehr weiter, ne? Es ist, wie es ist, ne? In diesem Sinne, macht die fucking Kurse. Wenn ihr euch für Paartherapie interessiert, ab und zu nehme ich auch noch mal ein paar. Ansonsten habe ich auch den Paarkurs. Ist auf jeden Fall ja so ein Fall, wo vielleicht nicht genug kommuniziert wurde, aber wenn sich jemand entliebt, hat er meist auch keine Lust mehr zu kommunizieren. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben ja die Aktion 50.000 Abonnenten für MG. Drückt mal auf den Abo-Knopf und bis bald.